Ja, hallo, herzlich willkommen zum Mila Beach Report hier in Offenbach beim HVV Beach Finals. Ich stehe mit dem London 2012 Olympia Goldgewinner Jonas Reckermann. Jonas, ihr seid ja als erstes europäisches Team in die Geschichte eingegangen. Ihr habt ja Gold geholt. Wie fühlt sich das denn? Das ist eine Fußballerfrage. Wie fühlt sich das so an? Ja, sensationell natürlich. Also ich meine, es ist schwer zu beschreiben, war auch schwer zu begreifen für uns im ersten Moment, aber jetzt nach und nach glauben wir wirklich, dass es echt ist und ja, sind natürlich überglücklich. Ja, ihr habt das ziemlich spannend gemacht. Ihr hattet ja da 3 Setzbälle, glaube ich, gehabt, die abgegeben und dann 14-14 und dann nochmal das rausgeholt. Also ihr habt ja ein perfektes Sideout gespielt, habt den Gegner unter Druck gesetzt. Also absolut top Spiel. Die nächsten Schritte sind Timmendorfer Strand, denke ich mal. Genau, wir haben jetzt noch die deutschen Meisterschaften, Timmendorfer Strand. Danach haben wir noch ein kleines Einladungsturnier und dann gehen wir in den wohlverdienten Urlaub. Okay. Ja, für Julius wird es ja dieses Jahr 3-mal Gold geben. Also Olympia, dann Timmendorf und seine Hochzeit, ne? Genau, ich hoffe, die findet noch statt. In 2 Wochen an der Playa in Köln. Ich hoffe, das durfte ich sagen. Nein, war ein Spaß. Ja, für Julius wird es ein verdammt erfolgreiches Jahr, keine Frage. Okay, sehr schön. Nein, dann danke ich vielmals und wir sehen uns dann im Timmendorf. Vielleicht erwischen wir euch da auch nochmal auf ein Interview, wenn ihr Gold geholt habt. Danke vielmals. Ich gebe zurück. Ciao.